Petersilienpfannkuchen mit geräucherter Marjäne einfach, schnell, raffiniert für 4 Portionen 10 Stiele glatte Petersilie 2 geräucherte Marjänen 220 ml Milch, Klammer auf 300 Gramm Klammer zu, 200 Gramm Mehl 200 Gramm Schmand 3 Eier Klammer auf KI. M Klammer zu, 2 TI Wasabi Paste Salz ATI fein abgeriebene 2 säuerliche Äpfel Bio-Zitronenschale, Klammer auf zum Beispiel Boskop Klammer zu, 4 Hexaliter Rapsöl 2 Ei Zitronensaft 4 Stiele Dill 1 TI Schwarzkümmel erste Petersilienblätter, von den Stielen abzupfen und mit der Hand in einen hohen schmalen Rührbecher geben. Mit dem Schnittstab so lange mixen bis eine feine, glatte, sehr grüne, zweitens Mehl in eine Schüssel 7, Petersilienmilch zugießen U mit dem Schneebesen glatt rühren, Eier und 1,5 TI Salz zuget und glatt rühren, Teig abgedeckt 30 Minuten quellen lassen, drittens inzwischen Äpfel vierteln, entkernen und quer in ca. 5 Mr. dicke Stücke schneiden, sofort mit Zitronensaft beträufeln. Fischfilets vorsichtig mit den Händen von der Mittelgräte Löhe feine gräten und die Haut entfernen. Fischfilets in ca. 10 lange Stücke zupfen. Viertens Schmand mit der Wasabi-Paste und Zitronenschale verrückhalt stellen. Fünftens 1 Hexaliter Öl in einer beschichteten Pfanne Klammer auf 18 cm 0 Klammer zu erhitzen. Teig durchrühren. 1/4 des Pfannkuchenteigs in die Pfanne gießen und sofort 1/4 der Apfelstücke darauf verteilen. Pfannkuchen in 2 bis 3 Minuten goldbraun backen. Pfannkuchen wenden und weitere 2 bis 3 Minuten backen. Pfannkuchen auf der Pfanne auf einen flachen Teller gleiten lassen. Mit einem weiteren flachen Teller abgedeckt im vorgeheizten Backofen bei 80 Grad, Klammer auf Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf dem Rost auf der mittleren Schiene warm stellen. Aus restlichen Teig und restlichen Apfelstücken ebenso 3 weitere Pfannkuchen backen und warm stellen.